So, ich versuch's gerade noch mal. Vielleicht funktioniert's ja. Ups. Ja, das war jetzt nicht geplant, natürlich. Da müsste man noch ein bisschen Arbeit dran machen, dass man eben nicht so einfach das Gebiet wechselt, ohne das zu planen. Nicht wahr? Das wäre ganz gut. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Hinterher. Wo ist er jetzt hin? Ne, er kann ja nur weiter runter so sein. Es sei denn, es despawnt beim durch die Wand fallen. Aber irgendwie bezweifle ich das. Ernsthaft? Okay. Hier geht's. Ja, scheiße. Wenn er hier runtergefallen ist, dann kriege ich den eher tendenziell nicht. Oder? Vor allem, wann kommt denn mal wieder Land in den Weg? Wohl gar nicht, hä? Ja, blöde Sache das. Da habe ich mal einen Wal erlegt, der erste Wal, den ich erlegt habe, und er fällt mir weg. So war das nicht ganz geplant, ne? Ich hoffe, das ist euch klar. Ja. Ah. Krieg dich doch, das ist doch kein Problem. Okay. Moment mal. Verdammt. Jetzt, das hier wird mir wenigstens dabei helfen, mich wieder zu orientieren. Ich sehe es meist positiv an, dass ich jetzt wieder genauer weiß, wo ich bin. Ja, ich mag dieses kleine Schiff. Ich muss nur zusehen. Oh. Okay, einer von ihnen hat sich in den Tod gestürzt. Der zweite wurde erschossen.
Verdammt, das war falsch. Einsortiert. Das war falsch einsortiert. Jetzt hatte ich die Knarre auf der rechten Taste statt auf der linken. Das sollte natürlich nicht sein. Naja. Ja, es war natürlich meine Schuld, dass es so rum einsortiert war, aber trotzdem. Naja, irgendwie halt so halb meine Schuld. Es sollte. Warte mal. Das war doch gleich hier. Vielleicht sind die noch da. Ich bezweifle es ja, aber. Zu Recht bezweifle ich es. So. Ich werde nochmal schauen, ob ich mir wirklich vielleicht doch nochmal einen Wal aneignen kann. Nein, du bist kein Wal. Da kannst du jaulen, wie du willst, aber du bist kein Wal. Ich hab dich. Na? Ja, dich hab ich auch. Na, und dich erst. Hey, nicht die. Na dann schaue ich mal hier nach der Minenzäufer, sie eben entdeckt hatte. Kann ich zunächst hier mal. Okay, da ist auf jeden Fall Kupfer drin im Berg. Und okay. Das werde ich mir dann mal rausholen, würde ich sagen. Das ist aber nicht der, diese ganz, also das sind vielleicht die äußersten Ausläufer der Mine. Ja. Oh. Jetzt habe ich so ein winziges Problem, aber damit komme ich zurande. Und zwar muss ich mal was herstellen. Und zwar kann ich das einfach so herstellen oder nee, da muss ich erstmal eine Workstation bauen. Workstation. Hier. Kriegen wir doch hin.
Okay, da ist nochmal Fleisch, aber erstmal hier die Workstation. Da werde ich nämlich... Wo haben wir es? Item Stash. Den baue ich hier natürlich auf. Wo haben wir ihn? Item Stash. So, da kommt Stein rein. Da kommt das hier rein. Das hier. Das hier. Chemistry Station. Das müsste ich auf meinem Hauptschiff mal aufbauen. Und ich glaube, ich baue das wirklich, mach das wirklich so, dass ich das kleine Schiff in das große integriere als quasi. Ich denke, das wäre eine... Wenn es geht. Ich glaube, es geht. Ich denke, es geht. Ich denke, dass es geht, aber ich weiß es nicht. Mit Sicherheit. Von daher warten wir, bis es soweit ist, dass ich es ausprobieren kann. Und jetzt habe ich noch das hier zu essen. Oh, und natürlich habe ich auch wieder Fistnuts gefunden. Die sind natürlich sowieso besser. So, und jetzt das hier. So. Ja, schießt durch den Stein durch. Eigentlich würde es mich freuen, wenn ihr durch den Stein durchschießen würdet, aber das tut ihr natürlich nicht. Na? Wollt ihr rauskommen oder nicht? Ja. Das ist natürlich eine blöde Sache. Abbauen kann ich es ja noch nicht. Okay, jetzt werde ich mich damit mal durch die Gegend friemeln. Zumindest für den Moment. Oh, da war ich auch noch nicht drin, ne? Bin ich mir zumindest relativ sicher. Ja. Wo geht's denn da rein? Ich glaube, da sind Türen.
Tja, bin gespannt, was ich hier finde. Ich habe ein paar Bücherregal mit guten Rezepten. Das wäre was sehr wünschenswertes. Auf jeden Fall war da schon mal ein Rezept dabei. Oh, da kommt wieder jemand, der meint, er. Hört nun einfach so auf mich schießen und kommt damit durch. Okay. Jetzt habe ich hier mehrere Wege im Grunde. Ich schau mal hier oben lang. Okay, da war eine Sackgasse, sehr gut. Also die meisten Rezepte sind für mich noch gesperrt. Wobei ich kann hier nochmal gucken, das war nämlich unter Quest, das weiß ich ja mittlerweile. First Aid Kit, da wäre ich ja gespannt, was ich da machen kann. Okay. Okay, sehr schön. Okay, da ist nichts weiter, dann gehe ich hier wieder runter. Wo geht's da rein? Doch da links rum. Da muss ich irgendwie. Nee, war ich da nicht? War ich da schon drin? Wären da ein Viecher drin, wenn ich schon drin gewesen wäre? Keine Ahnung. Oliver die searched. Okay, ich war schon drin. Sehr schön. Okay. Ein paar mehr Bücherregale wären toll, aber das wird wohl ein Traum bleiben. Das wird ein Traum bleiben. Obwohl, wer weiß. Vielleicht gibt es ja eine Bibliothek mit besonders vielen davon. So dass die hier nicht so allgemein verteilt sind, sondern ich bezweifle es, aber wer weiß. Zumindest eins ist da noch. Ölfass, ja, das kann ich sowieso schon herstellen, also bringt mir das null. So. Ach, da unten geht's weiter, ne? Ja. So, na, so.
war nur ein bisschen Kohle drin. Hier ist noch ein Buch. Fraggen Grenade. Interessant. Ist das für eine Schiffswaffe oder zum Werfen oder was? Ich glaube, es gab eine Schiffswaffe, die sowas in der Art benutzt hat, aber... Frag Grenade. Ja, gut. Muss ich mal schauen, wenn ich gerade in der Position bin, was herzustellen, wofür das gut ist. Au. Da hätte ich mich gerade fast umgebracht. Und mein Schiff habe ich nochmal beschädigt. Das ist ja klasse. Einfach klasse. So, wo ist jetzt die Mine? Die ich da mal gesehen habe. Wo ist sie? Wo ist sie? Geht's nicht weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich glaube, hier bin ich auch falsch. Und mal in einer wenig untertriebenen Art und Weise zu sagen. So. Na. Okay. Auf jeden Fall ist da sowas wie eine Mine. Und Explosionen. Die habe ich auch gefunden. Da drin ist das Vieh. Okay, jetzt ist er weg. Ja, ich glaube, das Ding ist auch leicht dem Untergang geweiht. Nehmen wir noch ein paar Sachen mit, bevor ich es in den Abgrund schicke. So. Und jetzt habe ich wieder ein altes Problem. Nämlich, dass ich... Genau wieder. Okay, Workstation wird erstmal aufgestellt. So als Anfangsverdacht. So, komm. Nee, eben nicht. Komm. Okay, dann mache ich so, dass ich hier der Workstation eben einen soliden Untergrund baue. Na, da ging es doch gerade. So, und da kann ich doch jetzt schön
Wo ist es? Furnace. Der wird daneben gestellt. So, und jetzt versuche ich mal, das wieder. Ja, das hilft. Zeug einschmeißen hilft etwas. Okay. Komm, holen wir das Kupfer da ab. Oh. Oh. Wo kommen wir denn da rein? Wo kommen wir denn da rein? Ah, cool. Trotzdem. Muss ich was bauen? Und zwar das Folgende. Wo haben wir hier das Ding? Ship Starting Frame. Create Item. Natürlich muss ich jetzt hier mal ein bisschen Platz machen. Also dafür sorgen, dass ich hier Platz habe, um das Ganze durchzuführen. Ich habe auch noch nie wirklich ein Schiff richtig von Hand selbst gebaut, ne? Nicht von null. Ist aber auch nicht so schlimm. Denke ich. Ah, allerdings natürlich erstmal. Türen hier, Türen brauche ich auch, ne? Wenn denn das geht. Kann ich Türen bauen? Ich sehe keine entsprechende Option. Tut mir leid. Okay. Okay, jetzt brauche ich natürlich noch. Wo haben wir das? Der Item Stash, der soll natürlich da drauf. Ah. Naja, okay. Jetzt baue ich natürlich erstmal hier das Zeug rein.
Stahlpropeller. Und was haben wir noch? Wo haben wir noch was? Ja gut, das war schon mal klar, soweit. Natürlich. Okay. Jetzt müsste ich noch Engine. 8 Stück, das reicht ja wohl. Natürlich haben wir hier keinen Platz, um die alle aufzubauen. Das ist eine andere Geschichte. Vielleicht sollte ich das doch noch ein bisschen breiter machen. Okay. Jetzt natürlich. Aha. Okay, das kann ich auch nehmen. Okay, jetzt brauche ich natürlich noch Ship-Controlled-Dingens. Das kommt erstmal. Na komm, hier hin. Ja.
ist in Ordnung. Wenn das notwendig ist, damit das Schiff da rauskommt, dann freut mich das. Also, da muss man wirklich vorsichtig sein. Das ist schon fast viel zu schnell. Also von der Beschleunigung her meine ich. Wahrscheinlich auch von der Endgeschwindigkeit her, aber... Ja, trotzdem geht es runter. Statt oben zu bleiben. Oder? Ja, sieht ja nach aus, als würde es wirklich runterkommen. Wieder und wieder. Vielleicht, nur vielleicht, ich werde Folgendes tun. Das hatte ich ja eigentlich doch schon von Anfang an im Sinn, aber ich finde es gerade nicht. Ob ich sowas habe. Habe ich denn sowas? ein Ballon. Das stabilisiert das Ganze eher noch ein bisschen. Offenbar haben wir sowas nicht. Offenbar nicht. Das ist natürlich nicht gerade schön. Okay, das hier reicht schon, um hochzukommen. So, und jetzt bitte mal halbwegs stabil bleiben. Na.
Okay, komm schon. Verdammt. Ah, da habe ich mir extra so viel Mühe damit gegeben. Und jetzt bin ich los. Glaube ich. Und was ich jetzt aber wirklich mal ausprobieren möchte, ist... Folgendes. Doesn't appear to be able to fly. Was meint er denn damit? Ist hier irgendwas kaputt? Das ist kaputt. Ah ja, dann könnte er nicht seitlich fliegen, ja. Das ist natürlich schlecht. Okay. Okay. So. Jetzt würde mich natürlich Folgendes interessieren. Also erstmal natürlich... Ich hätte es eigentlich daneben lassen sollen. Das wäre produktiver gewesen. Aber gut. Erstmal reparieren. Ach. Ach, das sind alles. Die waren alle ständig nur kaputt. Bin ich dann zu doof gewesen, das richtig zu kapieren? Oder. Ja, klar bin ich das, aber. Warum zur Hölle? Okay, vielleicht ist nicht alles, aber vieles davon. Naja, das war einfach wirklich nur... Und ich kann es nicht abbauen, solange es nicht da ist. Okay, verstehe. So, das ist doch jetzt schön angedockt, oder? Da kann ich doch jetzt machen, was ich will, oder? So ziemlich. Moment. Das muss ich natürlich mir auch wiederholen. So.
Okay. Dazu müsste ich im Grunde nur. Moment, ich flieg mal über das Ding. Ja, boosten meine Propeller natürlich weg. Ist klar. Da müssen wir halt alle. Aber sowas kann man natürlich gut nutzen eigentlich. Dass die Propeller was weg. Hier, boosten. Nein. Geh weg da, Hafenmeister. So viel zu dem Hafenmeister. Der wird schon wieder auftauchen, wenn ich. Oder? Oder? Ich denke schon, aber. Vielleicht hole ich mir doch lieber den letzten Autosave. Das müsste ja gerade gewesen sein, wenn ich gerade hier her zurückgeschickt wurde. Nicht. Ach, es ist hier. Naja, also. Es war zwar jetzt so nicht geplant, dass das jetzt. Aber hey, was soll's? Ich werde mich nicht beschweren darüber, dass ich das da noch eine Chance bekomme. Ja, also der Durchgang da, der muss wirklich abgeändert werden. So viel ist schon mal ganz eindeutig. Könnte man vielleicht nämlich einfach. Ja gut, das könnte man so machen. Ja, nicht ganz so, aber in der Richtung halt. Nicht wahr? So. Und jetzt. Jetzt mal eben. Das Ganze so einrichten, dass ich da nur kriechend durchkomme. Ja, und dann sollte das nicht mehr passieren. Allerdings ist das Ding dann auch ein bisschen unnötig. Nicht unnötig, aber an der falschen Stelle. Yeah.
Okay. Naja, ist doch in Ordnung. Sehr schön. Na gut, wenn ich was sowas zum Andocken mache, dann das müsste ich mir wirklich genau überlegen. Weil ich sollte ja einerseits. Es müsste sich ja wirklich eng verhaken und sich gegenseitig nicht irgendwie beschädigen. Das wäre gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, glaube ich. Nun ja. Ich glaube, also das werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause bringen. Das ist so. Also ein Ballon darauf würde sich gut machen. Aber sonst. Ist das Ganze in Ordnung? Einen noch? Ach, aber was war das denn? Keine Ahnung. Aber das ist so, also, naja, ein guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und ich habe trotzdem noch eine Lagermöglichkeit an Bord. Geschwindigkeit, nicht nur Geschwindigkeit meine ich natürlich, sondern auch, dass man. Moment. Das wird erstmal. Das wird. Sagen wir mal hierhin. Nein. Hierhin gebracht. Dann wird natürlich das Ding hier repariert. Und weggeschafft. Und dann melde ich das andere Schiff an. Kann ich da, ja, genau. Okay, na komm, schön einparken.
So. Register. So. Das ist wird ihr wisst schon, nachdem das mit dem Runterfallen so vorbei ist, und ich wieder nach Hause komme, wird sich das lohnen. Ja. Go to town. So, das habe ich hier registriert. So, dann werde ich erstmal hier zum Händler gehen und ein paar Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Wäre ja auch mal nicht schlecht. Und vielleicht können die mir sogar neue Sachen verkaufen. Irgendwas nutze bringen das. So. Artillery Ammo. Heavy Guns. Das beihe ich mal. Das sieht auch interessant aus. So. Ich glaube, das kannst du haben. Das ist einfach nicht besonders gut. Moment. Ich schaue mich jetzt erstmal noch mal durch meine Rezepte durch, was ich davon schon noch lernen kann oder schon gelernt habe. Okay. So. Weiter. Weiter. So, noch was? Sicherlich. Zum Beispiel das hier. Okay. Das hat schon mal sehr geholfen, was diesen Platz angeht.
Da unten kann ich mir die Regale noch mal anschauen. Das sieht nämlich für mich so aus, als wäre ich da noch nicht gewesen. Ah, doch, already searched, offenbar. Was verkauft der denn? Ah, das, ich glaube, das kann ich gebrauchen. Aha. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo genau das herzustellen ist. Ich weiß, dass... Was habe ich denn hier? Armor 23. 23. Armor 6 und Elemental Resistance 6. Ja gut, das ist alles kein Problem. Hier, das ziehen wir an. Die anderen Sachen können wir gerne verkaufen, würde ich behaupten. Zum Beispiel... Moment, was haben wir hier alles? Ja, das hier auf jeden Fall. So. Das. 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 Das natürlich sowieso. So. Dann wären wir mit dem Handelzeug fertig. Wer war das nochmal, der Stärkeausbildung angeboten hat? Naja gut, so viel Kohle habe ich sowieso nicht, also von daher... Spielt sich keine so große... Gut wäre es schon, es zu wissen. Vielleicht hier? Oder... Vielleicht. Der Typ da unten. Strang. Ja. Sehr schön. Die Stärke hat sich mehr als verdoppelt. Von 10 am Anfang und 21 jetzt. Das ist schon mal sehr schön. So. Ja, klasse. Das Ding ist natürlich abgesoffen. Moment, ich mach mal Get Ship. Und dann... Nein, offenbar bringt das gar nichts.
Das war jetzt so auch nicht geplant. Und das erst recht nicht. Was soll's? Was soll's? Wenigstens habe ich jetzt schön darauf geachtet, dass ich ohne Schiff runterfalle. Was natürlich bedeutet, yeah, wir kriegen die Errungenschaft für eben das, eben diese Sache, sich fallen zu lassen. Tja, wäre hier kein Giftgas gewesen, dann würde ich jetzt noch leben. First Backdoor. Komm. Okay. Ja, das kann jetzt weg, ne? Schön. Da könnte man im Grunde die noch mal abzwacken und ein bisschen weiter unten ransetzen. Was zum? Ach so. Ja, zwei Sachen, die hier schief gelaufen sind dabei gerade. Erstmal. Nee, das war's nicht. Okay. Okay, hier kommt jedenfalls nichts rein. So, und jetzt hole ich die da raus. Und es kommt so weit unten wie möglich dran. Naja, fast. Es war noch nicht ganz so weit unten wie möglich. So. Es sieht auch aus, als würde sich da nichts im Weg sein. Das ist klasse. Klasse. Klasse, klasse. Beim nächsten Mal werden wir uns dann wirklich mal aufmachen, um hinten halt, ja, den Tempel endlich zu erforschen, das wäre super.